So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Animal Crossing Happy Home Designer. Ja, heute bauen wir mal wieder ein Gebäude für die Stadt, weil eins ist derzeit noch offen, und zwar das Kaufhaus. Und das benötigt einen Eingang, zwei Verkaufsräume und einen Essbereich. Und das bauen wir heute, dass wir wieder alle derzeitigen, ja, Stadtbauwerke, sage ich jetzt mal, gebaut haben, ne? Weil unsere Stadt soll ja immer weiter wachsen und das ohne Pause, ne? Wir beginnen natürlich wieder mit dem Außendesign. Mal schauen, was nehmen wir denn da so? Ich würde sagen, das Erste. Tatsächlich. Also meistens ist das erste Außendesign das Beste, habe ich das Gefühl. Oder ja, nicht meistens, aber sogar ziemlich oft eigentlich. Okay, und hier haben wir jetzt auch zum ersten Mal eine Treppe. Ich glaube, da oben soll dann der Essbereich sein, würde ich mal schätzen. Oder? Würde ich jetzt zumindest schätzen. Tatsächlich. Ja, das ist der Essbereich. So, was gibt's hier für eine Vorgabe? Eine Kasse, zwei Tische, vier Stühle. Also ein kleiner Essbereich, okay. Ja, Kasse machen wir einfach direkt hierhin, ne? Hätte ich gesagt. Und vielleicht gibt es auch wieder neue Gegenstände. Wir schauen einfach mal. So, Kasse war auf jeden Fall hier. Ja, so langsam kenne ich das Menü ein bisschen. Ne? Oder das Inventar, wie auch immer. So langsam kenne ich mich damit wieder ein bisschen aus. Ja, man muss einfach wieder in so ein Spiel. Da musst du einfach reinfinden wieder. Ne? Und dann passt es, denke ich. Also so geht es mir auf jeden Fall. Ne? Einfach ein bisschen sich einspielen. Und dann geht das klar. Empfangstisch. Sollen wir das nehmen? Also wenn ich da die Kasse draufstellen kann. Nee, kann ich nicht. Dann hat sich das erledigt. Ich möchte ja schon ganz gern das draufstellen. Die Kasse. Die möchte ich schon ganz gern da draufstellen können. Ja, dann nehmen wir einfach so einen kleinen Tisch. Mein Gott. Das reicht für die Kasse. Würde ich sagen. So. Jawohl. So. Dann kann man hier die Bestellung aufgeben. Und, oh, stimmt. Hier, das sollte ich vielleicht noch machen. Oh, das ist schön, die Tapete. Die ist schön für einen kleinen Essbereich. Oh ja. Oh ja, das gefällt mir. Das ist schön. Das ist echt schön. So, und dann machen wir hier noch so. Was machen wir hier für Tische hin? Lass uns mal schauen. Ich würde sagen, hier nehmen wir jetzt tatsächlich solche Tische, oder? Nee, nee. Die sind mir dann doch ein bisschen zu groß. Soll ja nur ein kleiner Essbereich in einem Kaufhaus sein. Welche Tische nehmen wir? Das ist jetzt die Frage. Ja, nehmen wir einfach. Na, nee, das passt auch nicht. Nehmen wir einfach. Sowas? Nee. Sollte ja auch farblich passen zum Raum. Dann nehmen wir einfach auch wieder solche Tische. Was soll's? Ne? Was soll's? Das geht schon in Ordnung, würde ich sagen. Ne? Da geht, denke ich, klar. So.
Nur ein kleiner Essbereich eben. So. Und Stühle nehmen wir einfach. Oh, es gibt neue Stühle. Massagestuhl. Das wäre jetzt witzig, wenn ich den Massagestuhl nehmen würde, ne? Das mache ich einfach. Scheiß drauf. Hoppla. Bin ich wieder auf die Taste gekommen. Ja, wer kennt's nicht? Massagestuhl in einem Essbereich vom Kaufhaus. Klar, logisch. Ergibt doch Sinn, Leute. Was habt ihr denn? Das ergibt total Sinn. Ich weiß gar nicht, warum ihr gerade so lacht. Mensch. Ist ja schlimm mit euch. Oh Mann. Das passt halt echt so gar nicht, aber mir egal. Mir einfach egal. Ja. Weil ich ja einfach so ein witziger Typ bin. So, wie das aussieht, ne? Oh Mann. Wunderschön einfach. Wunderschön einfach. Okay. Wisst ihr was? Dann machen wir das so. Na? Machen wir so. Und dann gibt's auf der Seite noch so Auswahl. So wie Kuchenvitrine und sowas, ne? Das gibt's ja auch immer noch. Kuchenvitrine, Eiscremestand, ja, sowas. Sowas machen wir auf die Seite. So. Jawohl. Hier. Und da. Jawohl. Was gibt's noch? Ja, Eiscreme kann man sich auch gönnen. Ja, obwohl. Eiscreme gibt's ja da schon. Brauchen wir ja nicht zweimal. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage, was ich da noch nehme. Oh, Salatbuffet. Ja, das kann man, denke ich, auch noch nehmen. Weil, warum nicht? Ja, machen wir so. Machen wir so für den Essbereich. Das wird schon passen. Ich meine, die haben Massagestühle, die sollen sich nicht so beschweren. Wer hat schon mal Massagestühle in einem Essbereich von einem Kaufhaus gesehen? Niemand. Komm, macht mir nichts vor. Macht mir nichts vor. Okay. Dann hier Eingang. Was gibt's da für Vorgaben großartig? Wahrscheinlich nicht so viel. Ja, ein Tresen bzw. Schalter. Ja, mehr brauchst du auch nicht unbedingt. Ja, dann nehmen wir auch wieder so Rezeptions... Aber wo war denn das? War das nicht sogar hier? Da würde ich einfach so einen... Rezeptionstisch wieder nehmen. Warum nicht? Warum nicht? So. Dann hier... Ja, ich glaube, ich nehme überall diesen schwarzen Stil. Der gefällt mir relativ gut bei einem Kaufhaus. Ich glaube, das passt sehr schön. Und warte, dann gab es doch diese neue Sitzmöglichkeit. Hier. Museumshocker. Ja, warum nicht? Warum nicht? Nehmen wir einfach 4 Stück von denen. So. Kann man, denke ich, machen. Muss man nicht, aber kann man machen. So, dann kann man sich hier hinschillen jeweils. Was noch? Lass mich mal schauen.
Gab's hier nicht noch so coole Sachen? So diese neuen Sachen, die würde ich hier auch nehmen. Sowas könnte ich noch in die Ecken machen, oder? Ja, sowas in die Ecken ist, glaube ich, ganz schön. Ja, hoppla. Oh ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. So. So. Und so. Gut, dann haben wir das hier in den Ecken. Ja, kleiner Eingangsbereich. Braucht ja auch nichts Besonderes sein. Aber ja. Das passt, denke ich, ne? Passt, denke ich. So, auch hier wieder das Schwarze. Das Dunkelkachelgedöns. Ja, das ist einfach schön. Das ist einfach schön. So ein bisschen eleganter, ne? Dieser Laden hier. Kaufhaus. Ist ja kein Laden. Oder, ja. Sind halt zwei Läden und ein Essbereich. Wie auch immer. Sagt, wie ihr es wollt, aber ich sag's so, wie ich es will. Ne? Wisst ihr Bescheid? Sollen wir so Edelauslage machen? Was sind denn überhaupt die Vorgaben? Einfach eine Kasse. Ja, ich könnte einfach nichts in den Laden reinmachen, oder was? Okay. Das will ich aber nicht. Ich möchte schon hier ein paar Sachen drin haben. Ne? So, das könnte ja theoretisch so ein Schmuckladen sein. Weiß ich nicht. Oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon, wenn wir das so edel machen. Ne? Ja, dann können wir eigentlich das so machen. Ne? Oh, gibt Schmuck? Weiß ich gar nicht. Aber das könnte so ein typischer Schmuckladen hier sein. Ne? Für weibliche Personen. Okay, so. Und hier noch. Wir schauen mal, was gibt's denn so? Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich ja, unter dem Bereich nicht, oder? Nee, das ist nur Essen. Das ist nur Essen. Hier wahrscheinlich auch nicht. Wo gibt's denn sowas unter welchem? Warum eine Parkstanduhr? Gibt's sowas nicht? Schade. Aber es scheint nicht so. Ah, das hätte gut gepasst. Na egal. Dann gibt es hier einfach nur Früchte. Mir auch egal. Dann gibt es hier einfach nur einzelne Früchte. Was soll's? Ja, machen wir so. Und pro Tisch natürlich bloß eine Frucht. Na klar. Kennt man ja nicht anders. Ne? Ist ja ganz logisch. Oh Mann, ah, hoppla, die zwei habe ich vertauscht. So. Ich darf die doch nicht vertauschen, Mensch. Ist ja böse. So. Orange. Dann noch das hier. So. Dann noch eine Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Manu war's. Ah, Kokosnuss ist auch lecker. Ne? Kokosnuss ist schon lecker so. Hatte ich jetzt Zitrone schon oder nicht? Ich nenne ihm einfach eine Litschi.
So. Und Kasse brauchen wir auch noch. So. Kasse nehmen wir einfach. War die ganz normale Standardkasse. Hier so eine nehmen wir mal. So eine Kasse. Und noch ein Tisch dafür, ein kleiner. Tische gibt's hier. Ah, meine Nase kitzelt, oh Mann. Kann ich gar nicht gebrauchen, ey. Ist ja böse. Sonst nehme ich hier halt auch wieder so eine Ablage. Ja. Was soll's? Passt schon. Ne? Passt, würde ich sagen. Ja, toller Laden, ich weiß, ne? Toller Verkaufsraum. Besser könnte es nicht sein. Auf gar keinen Fall. So, und dann mache ich beim anderen, glaube ich, die Vitrinen rein, ne? Ich meine, wenn es nur eine Kasse als Vorgabe gibt, dann kann ich da alles Mögliche reinstellen, so. Ja. Machen wir so. Machen wir einfach so. Mir scheißegal, ne? Okay. Jawohl. Dann hier wieder eine Kasse. So. Kasse. Und dann gab es hier, glaube ich, auch schon so Vitrinensachen, ne? Glasvitrine. Ja, wunderschön, dass da nichts drin ist. Ausstellungssockel. Wir lassen die Ausstellungssachen einfach leer. So die Ausstellung des Nichts einfach. Ist es nicht wunderschön? Oh nein, da ist was drin. Oh. Hebt sich doch noch was ab. Dann ein Pfeil. Ja, weil wir sind ja auf YouTube. Deshalb brauchen wir Pfeile. Ah, der ist aber nicht rot. Schade. Das ist natürlich schade. So. Ja, einfach Vitrinen. Da kann man einfach nichts kaufen. Ist das nicht schön? So. Kannst du einfach nichts kaufen. So. Dann gibt's hier noch eine Vitrine. Jawohl. So. Na, vielleicht lieber auf die andere Seite. Dann ist da nicht das Fenster. So. Jawohl. Da der Pfeil zeigt auf nichts. Boah, nichts, wie spannend. Jawohl, da könnte ich die Kasse sogar hinstellen. Hier, bezahlt für nichts. Weil nichts ja so spannend ist. Oh Mann, ey. Ist es nicht die beste Ausstellung eures Lebens, Leute? Jawohl, das passt nicht dazu. So. Stellen wir das einfach so hin. Ja. Passt, ne? Passt. Einfach die Ausstellung des Nichts. Und hier aber Pfeil. So, hey, du musst aber bezahlen. Okay, ja, passt. Ich bin fertig. Wunderschönes Kaufhaus, nicht wahr? Wo man einfach für nichts bezahlt. Oh Mann, ey. Und für einzelne Früchte bezahlt man auch. Aber so den zehnfachen Preis vom normalen Laden, den wir schon gebaut haben. Also vom normalen Supermarkt, meine ich jetzt, ne? Wir hatten ja noch einen Sportladen, aber ich rede jetzt vom Supermarkt. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ja, da würde ich sehr gerne einkaufen gehen, in diesem Kaufhaus. Also wirklich sehr, sehr gerne, ne?
Ist jetzt überhaupt nicht ironisch gemeint oder so. Nee, nee. Ich meine, es gibt Massagesessel im Essbereich. Oh Mann. Ja, das ist schon schön. Ist schon schön. Was ich hier fabriziere, das siehst du nirgends, ne? Siehst du nirgends. Es ist einfach wunderschön, was ich hier mache. Das muss man einfach zugeben. Oh na, hoppla. Wenn ich über den Touchscreen swipe, macht er also auch Fotos. Ja, schön, dass ich Bastis Album zumülle. Ja, das, ich hoffe, ich vergesse nicht, das nachher wieder zu löschen. Sonst hat Basti noch ein zugemülltes Album. Ist ja Bastis 3DS, ne? Ah, schön. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank, ne? Ich kann es nicht oft genug sagen. Wobei, ich glaube, ich im Let's Play habe ich es gar nicht so oft gesagt. Muss ich eigentlich sagen, ne? Vielen Dank, Basti. Ah. Ohne ihn könnte ich das Let's Play hier nicht machen, ne? Muss man einfach sagen. Muss man einfach wirklich sagen. Es ist ja die Wahrheit. Alter, wie Moritz staunt. Oh, wow. Ein 1A für sich. Ist das krass. Alter. Okay. In Ordnung. Und jetzt bestaunen die einfach nichts. Obwohl, in der Tischvitrine, das sind sogar Sachen drin. Geht ja mal gar nicht, dass da Sachen drin sind. Ne, das ist ja unmöglich. Kann man ja eigentlich nicht mit sich vereinbaren. Kann man nur mit sich verzweibaren. Haha. Ja, schön. Ist das schön. Ja, ich genieße es wirklich, ne? Dieses Let's Play. Ich genieße es wirklich. Und ich freue mich, dass mir Basti die Möglichkeit gegeben hat, hochqualitative 3DS-Displays zu machen. Auch wieder ein großer Schritt für den Kanal, ne? Muss man schon sagen. Muss man echt sagen. Ja, natürlich. Die machen es sich richtig bequem in ihren Massagestühlen. Massagesessel. Ich weiß noch, früher hatte ich richtig Probleme, das Wort auszusprechen. Das könnte man auch als Herausforderung machen, ne? So, das ganz oft hintereinander sagen. Massagesessel, 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 Massagesessel. Ja. Schlimm. Das probiert selber, ne? Probiert selber. Das, irgendwann geht es nicht mehr gut. Vor allem, wenn man es noch schneller sagt. Ich habe es ja jetzt eigentlich sogar noch relativ langsam gesagt. Egal. Schnell sprechen mache ich heute nicht. Nee, nee. Heute nicht. Heute rede ich ganz langsam, Leute. Es war jetzt extra schnell gesprochen. Okay, ja, wie schön, unser Kaufhaus ist fertig. Damit ist unsere Stadt noch attraktiver für Besucher und ich freue mich auch schon hier einzukaufen. Das glaube ich dir. So, jawohl, nein, immer noch nicht. Na hoppla, Stift. Warum habe ich den darüber gelegt? Nochmal lege ich den hier hin, auf meinen Tisch. Schlimm. Ja, ja, richtig schlimm sogar. Okay, in Ordnung. Ah, willkommen zurück. Wie lief's heute? Melinda hat gerade angerufen. Da alle genehmigten Bauprojekte heute abgeschlossen wurden, kommt sie morgen nicht zu uns ins Büro. Wir sollen uns etwas gedulden, bis die Vorbereitungen für weitere Projekte abgeschlossen sind, sagt sie. Da morgen also keine öffentlichen Bauprojekte anstehen, kannst du dich ja um Privatkunden kümmern. So, dann wünsche ich noch einen schönen Feierabend. Ja, vielen Dank. Den werde ich haben. Und ja, Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.